Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Projekt hier auf meinem Kanal. Neues Projekt mehr oder weniger, ein kleines, feines Projektchen. Es handelt sich um einen Teaser zu Gothic. Ganz recht, zu dem Gothic. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele, auch eines meiner ersten PC-Spiele, die ich jemals hatte. Und ja, es war auch das Spiel, mit dem ich meinen Let's Play-Kanal eröffnet habe. Gothic, jawohl. Ein Meilenstein meiner Jugend, sag ich mal. Ein Spiel, das ich immer wieder gern gespielt habe und das auch heute noch tue. Und umso überraschender war es gestern für mich, als ich ein bisschen auf Gronkh seinen Kanal geschmökert habe und zufällig dann das Video Gothic Remastered Remake da erschien. Einfach so, zack. Ich dachte zuerst, hey cool, jetzt fängt Gronkh auch endlich mal an, Gothic zu spielen, ne? Dann schaue ich genauer hin, okay, das ist ein Teaser. Schaue ich mal 5 Minuten rein, habe ich mir gedacht, okay, sofort den Kanal geschlossen. Entschuldige, Gronkh an der Stelle, aber ich muss das selber zocken und zwar mit euch. Und zwar ist dieses gute Stück auf Steam erhältlich. Und zwar die HQ Nordic hat sich entschlossen, wie es hier auch schon im Text steht, ein Remake zu Gothic zu machen, welches Spiel sie selber gerne spielen und möchten es in die Neuzeit befördern. Also sie möchten den Charme des ursprünglichen Gothics natürlich behalten, aber möchten es optisch und seelisch, sag ich mal, verbessern, optimieren. Verbessern hört sich falsch an, optimieren. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, hier eine Aufnahme schon hinzukriegen. Ich hatte natürlich hier und da ein Problemchen, aber ich glaube, ich kriege es jetzt einigermaßen hin, dass es auch schön zum Anschauen ist und ich möchte es euch jetzt gern vorstellen. Also, ich lese jetzt mal hier den Text so ein bisschen vor, ne? Und dann erkläre ich euch, wie ihr zu dem Teaser hier kommt, ne? Also 2001 wurde eine legendäre Spielereihe geboren, Gothic. 2019 wurde die Reihe ein Teil von THQ Nordic und als große Fans des Originals begannen wir zu überlegen und zu experimentieren, was wir daraus machen könnten. Beim Brainstorming wurde uns dann klar, dass Gothic immer noch ein Kultspiel ist und eine einfache Neuauflage nicht reichen würde. Deshalb verfolgten wir einen neuen Ansatz. Eine komplette visuelle Überarbeitung, hoho. Um sicherzugehen, dass dies auch der richtige Ansatz ist, beschlossen wir, die Situation auf eine völlig einzigartige Weise anzugehen. Wir möchten euch einen frühen Prototypen des Spiels anbieten und euch um eure Gedanken und euer Feedback bitten. Wir möchten ein großartiges Spiel für euch machen. Und das ist auch der Kern an der Sache. Drum, wenn ihr Gothic-Fans seid, holt euch das Spiel, also den Teaser dazu, schaut ihn euch selber an. Ich bin Let's Player, ne? Ich habe wieder andere Ansichten als ihr. Vielleicht fällt euch wieder was anderes auf, wenn ihr selber spielt, was ihr optimiert haben möchtet. Und bitte, wie ihr da ja schon gehört habt und selbst gelesen habt, sie wollen unser Feedback. Also haut's rein, was euch am perfekten Gothic Remake am Herzen liegt, was ihr gerne haben möchtet, ne? Unterstützt die Entwickler, damit wir ein Gothic kriegen, das uns allesamt die Schuhe und die Socken auszieht, vor lauter Freude. Ne? Weiter im Text. Als wir anfingen, über die Möglichkeit nachzudenken, ein Gothic Remake zu machen, kam uns sofort die fantastische Atmosphäre des ursprünglichen Spiels in den Sinn. Genau, das Raue, das Männliche, würde ich schon gerne mal sagen, dieses Überleben und über Tod, gehst einmal in den Wald rein, wirst vom Wolf gefressen und was weiß ich, ne? Auch dass du merkst, du fängst das Spiel an als kompletter Noob. Du hast keine Ahnung, du bist hilflos. Jeder Goblin, jeder Wolf kann dich da in 1000 Stücke zerreißen. Und sobald du die Level kriegst nacheinander, merkst du, wie stark du wirst. Mit jeder Fähigkeit, die du lernst, wirst du stärker. Mit jeder Rüstung, die du dir kaufst. Mit jeder Waffe. Also,
Das ist schön. Wie soll ich sagen? Man spürt, wie der Charakter wächst. Und das ist bei den heutigen Spielen zum Teil nicht mehr so. Da hast du sowieso schon das Gefühl, du beginnst das Spiel als Profi. Ne? Obwohl du die Welt gerade erst erkundest und kennenlernst. Und das, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön an Gothic. Dass du spürst, wie dein Charakter wächst. Wo bin ich stehen geblieben? Da, glaube ich. Es sind offensichtliche Dinge. Oder war ich hier? Spielen wurde allerdings klar, veraltete Aspekte, also na da oben war ich, ne? Als wir anfingen, über die Möglichkeit nachzudenken, ein Gothic Remake zu machen, kam uns sofort die fantastische Atmosphäre des ursprünglichen Spiels in den Sinn. Genau, Punkt. Da war ich. Als wir das originale Gothic dann erneut spielten, wurde uns allerdings klar, wie veraltet bestimmte Aspekte heutzutage wahrgenommen werden würden. Es sind offensichtliche Dinge wie die Benutzeroberfläche, da muss man sagen, jo, das ist schon altbacken, ne? Das kann man eleganter lösen. Die Steuerung und das Kampfsystem, yep, die schon damals nicht sonderlich gelobt wurden, obwohl einige in unserem Team sogar diesen etwas abgewinnen konnten. Als sie das Game zum ersten Mal spielten. Diese und einige andere Dinge wollten wir also verbessern und die Immersion, du musst dir machen sprechen, und die Immersion und Glaubwürdigkeit des Spiels zu verstärken. Aber wie konnten wir diesen Elementen neuen Pep verleihen und gleichzeitig die raue ursprüngliche Atmosphäre beibehalten? Können wir euch dieselbe alte Story erzählen, aber ein paar neue Situationen und Orte ergänzen, um alles noch glaubwürdiger zu gestalten? Dies ist ein spielbarer Teaser, mehr als eine Stunde zu spielen. Dieses neuen Ansatzes musst du mal in Deutsch sprechen. So. Und dazu möchten wir eure Gedanken hören. Willkommen in der Kolonie mal wieder. THQ Nordic. Ja. Fangen wir mal da weiter. Also. Ja. Wie komme ich jetzt zum Teaser? Die Voraussetzung ist einmal, dass ihr ein Spiel von THQ Nordic besitzen müsst. Gothic-Fans ist eh klar bei Steam, ne? Da hat man sich eh schon längst die Collection runtergeladen. Damit ist automatisch für euch schon die Erlaubnis zuteil, diesen Teaser spielen zu dürfen. Ihr müsst euch nur noch downloaden. Ich persönlich bin am schnellsten dorthin gekommen, als ich in meiner Bibliothek ein Gothic-Spiel angeklickt habe, oder es geht auch Gilde 3, gehört auch zu ihnen, ne? Zum Beispiel, klickst an, gehst auf Publisher, neben steht eh schon THQ Nordic, klickst da drauf, dann werden dir alle ihre Spiele vorgeschlagen und dann kannst du, ich glaube, so gibt es gar ein Suchfilter, kannst eingeben Gothic und dann wird es eben eh schon rausgefiltert und kannst dann diese anklicken und steht unten dabei dann, aber nicht überlesen, also das Spiel jetzt downloaden, also spielen wollen, ne? Und dann wird's automatisch gedownloadet. Und jo, dann musst halt warten. Ich musste eine Stunde warten. Sind immerhin 4,6 Gigabyte, glaube ich, oder so. Schon ein Stück. Schon ordentlich. Und wenn du es halt überstanden hast, die Zeit, ne? Machst du es halt von mir aus, bevor du kochen gehst oder so, ne? Oder. Dann kannst du klar quasi nach dem Essen gleich anfangen zum Zocken. So. Ja, fortsetzen. Ich habe schon mal ein bisschen probiert. Wie gesagt, es wird wahrscheinlich jetzt, ich muss nochmal bei den Optionen schauen, da verändert sich oft was. Also, es wird bei euch zuerst Sprache Englisch sein, das kann man auf Deutsch stellen. Die Steuerung ist ja quasi schon, wie man es bei Risen gewohnt ist, oder eh eigentlich mehr oder weniger bei der Gothic-Geschichte. Man macht viel mit der Tastatur. Die Maus dient eigentlich hauptsächlich als Kamera. Also die Optionen öffnest mit Escape. Dann kannst du also in dem Fall hier jetzt, ne, konnte man es auswählen, aber im Spiel macht man es mit Escape. Dann hier kannst du auswählen Option als Gameplay, also gehst auf E, dann kannst du die Sprache schon mal ändern mit S, also mit A, S, D und W, tust du quasi hier auswählen dürfen können. Den Untertitel behalte ich an, weil es ist noch auf Englisch synchronisiert alles. Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie es auch auf Deutsch machen und ich hoffe noch mehr, dass die deutschen Synchronsprecher abermals dieses geniale Spiel synchronisieren, weil ich würde mich sonst nicht,
nicht so fühlen, als würde ich nach Hause kommen, ne, wenn es andere Stimmen jetzt wären. Wenn es ähnliche, ich sag mal, Stimmfarben sind, kann man ja noch drüber hinwegsehen. Aber das Original ist halt schon besser, ne? Freilich werden sich die Stimmen ein bisschen anders anhören, weil auch die Software und die Technik hinter der Vertonung ist ja auch schon besser. Aber trotzdem, Original wäre schon cool. Also bestätigen tut man alles mit Enter. Wie gesagt, Steuerung, ja, ist man eigentlich dann von Gothic eh schon ein bisschen gewohnt. Viel wird mit Tastatur gemacht. Wie gesagt, auch Musik könnte man dann leiser machen, wenn man möchte. Hier bei Video ist mir ganz wichtig. Hier tue ich gleich mal auf Vollgas, weil das ändert sich nämlich immer. Und da unten muss ich was ändern. Und zwar, ach, das hat er übernommen. Hier. Und zwar, das zeige ich euch dann, wenn's, ja, wenn wir im Spiel sind, warum ich ausgerechnet dieses Post Processing, ich hoffe, ich sage das richtig, ich bin schlecht in Englisch. Warum ich das auf niedrig oder beziehungsweise gering gestellt habe, erkläre ich euch nachher. Ich habe auch gleich Gamma etwas höher gestellt, damit das Ganze ein bisschen heller ist. Den Rest habe ich auf episch gelassen, die Auflösung könnte ich noch auf 100 nehmen. Jo, theoretisch müsste das so passen. Die FPS lasse ich weg, das ist momentan das... Ich glaube nicht, dass sie was bringt. Wie gesagt, ist nun dieser, ist noch kein fertiges Spiel, ne? Es ist nur mal zum Reinschmökern. Aber jetzt beginnen wir mal und ich halte jetzt fein die Klappe. Also, viel Spaß schon mal. Mit dem Ladebildschirm. Ja, natürlich gibt es den auch. Aber jetzt bin ich still. The Kingdom of Mortana. United by King Robar II. During the long years of his reign, he was able to defeat all foes of his realm. All except one. The war against the orcs took its toll, and the prisoners of the realm were to pay the price. The king needed swords for his army, and every man guilty of a crime, no matter how insignificant, was forced to work in the ore mines of Corinnes. To make it impossible for them to escape, the king sent out the best magicians of the kingdom to create a magic barrier around the entire valley. But something disturbed the delicate structure of magic. We were trapped inside our own barrier. The convicts took control of Corinnes. The king had no choice. He had to negotiate. He needed the ore. But his former slaves now demanded a high price. Month after month, the king supplied everything the prisoners needed in exchange of tons of ore. Until the present day. Another convict was brought to the lift. He did not know, but he would change everything. So, soweit so gut, ne? Gothic-Kenner wissen ja, was jetzt kommt. Wir sind ja damals auch mit dem Lift hier runter. Naja, war ein bisschen anders, ne? Wir sind da eher runtergefallen. Aber wer weiß? Vielleicht gibt's ja Parallelen. Low risk, high return, they said. You'll never get caught. Of course. Now it's just you and me, my friend. No weapons, no food, just a simple scroll. Yeah? What's happening down there? What the? Oh! Yeah! 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 Oh, that was close. Oh, shit! Oh!
easily. Oh, this is gonna... I'm in one piece. Oh, thank God, no blood. Oh, where's the scroll? Oh, it's all right. Great, okay. Let's move on. Oh. Right, okay. Right. Right. Let's light this up. Oh, good. That'll do, I hope. Where are we? What a mess. What's going on here? All right. God damn. Let's get the hell out of here. Oh ja, zur Erklärung. Leute, die schon meinen Kanal kennen und wissen, wie ich Gothic spiele und auch Risen, jedes Mal, wenn sich unser Held am Beginn des Spiels den Kopf stößt, so wie es bei uns gerade passiert ist, durch den Absturz, bekommt er meine zierliche, schöne Stimme in seinen Kopf hinein. Ja, also ich bin sein gutes Gewissen. Ich bin die Frau im Kopf des Mannes und, also die Stimme halt, ne? Und das passiert bei jedem, der sich den Kopf stößt, also wo ich eine männliche Rolle spiele, wenn ich ein Mädel spiele, ist klar, ist wieder anders, ne? Aber in dem Fall, finde ich, passt es ganz gut. Er hat sich die Birne angehaut und was kann sich da, ja, besser im Kopf breit machen als eine Frauenstimme? Ich bin eine Frau, ich darf uns selber dissen, ja? Gut, also... Das zudem, wir sind wieder mal abgestürzt. Ja. Gut, jetzt kann ich das erklären. Warum habe ich denn um Himmels Willen hier in der Option das Ding da ausgemacht, ne? Also gering gestellt, ne? Also hier, Video, ne? Zack. Hier, ne? Weil, wenn ich das hier auf Episch stelle, zeige ich euch, dann, und ich schwenke die Maus, ist es extrem hässlich, ne? Seht ihr das? Alles verschwommen und pfui. Und deshalb muss ich hier bei mir das auf gering stellen. So, nicht verdrücken. Es ist voll ungewohnt wieder mal, wenn man sehr lange kein Gothic mehr gespielt hat, so wie ich. Dann kommt man mit der Steuerung ein bisschen durcheinander. Was man aber auch machen kann, ist, hoppala, hier kann ich noch auf 100 stellen und hier, zack, 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 kann man das auch noch machen. So, theoretisch, glaube ich, dass es was bringt. Ist das schön? Ja, ich glaube, das ist ansehnlich. Ist gut. Was ich auch machen muss, ist bei meiner Maus, da muss ich voll lachen, ich muss die Mausempfindlichkeit extrem regulieren, weil ich habe ja eine Gamer-Maus. Und bei der kann ich tatsächlich, ich demonstriere es mal, ich glaube, das ist auch so ein... Oder? Geht's? Na, geht. War nur das eine. Ich habe gedacht, das gehört zusammen. Aber ich musste... Jawohl, doch. Ich werde sie entschärfen. Dann dreht sich's besser. Ja, ist gut. Weil die Kombination aus beidem, da war ich schon bei der Probeaufnahme schon schwindlig. Weil es verschwommen war und die Maus so empfindlich war mit dem Drehen. Das war nicht schön. Gut. Wir sind jetzt im Häfen. Ja, wir sind jetzt im Häfenbruder. Und ich würde sagen, wir schauen uns hier mal ein bisschen um, weil was ich schon entdeckt habe, und das musste ich schon... da war ich schon am Kreischen. Sind Leichen. Shit. Wie der hier. Der ist gut durch. Also so manches Gedier wird sich jetzt vielleicht freuen. Und was ich entdeckt habe, ich glaube, die war da hinten. Warte, warte.
Warte. Wir brauchen unbedingt ein Schwertelein. Ich möchte probieren, ob man da schon was looten kann. Schau mal, da, eine Fleischwanze. Eine Fleischwanze. Ich scheiß mich an, Entschuldigung. Aber schau, wie cool die animiert sind mittlerweile. Also, klar, ne, neue Grafik und so. Aber schau mal. Die Delikatesse hier in dem Gefängnis, ja? Die ist eine echte Delikatesse. Ich muss mal das Mikro kurz. Ich hoffe, das ist nicht. Ich bin nicht zu leise jetzt. So, ich puste zu viel hinein. Das hier, Fleischschwanzen, sind die Delikatesse von Gothic. Ihr werdet es noch. Ich hoffe, sie haben ihn eingebaut. Den legendären Fleischschwanzen-Ragout-Koch-Snuff. Oh Gott. Okay. Ich wollte mich hier noch umschauen, ob wir hier vielleicht schon was mitnehmen können. Aber ich glaube, da es hier sich um einen Prolog handelt, können wir unsere Taschen wahrscheinlich noch nicht füllen. Aber ich bin jetzt sehr froh, dass es grafisch endlich super ausschaut. Hey! Na, sie haben sogar auf den Pfeil gedacht. Hör auf! Ha! Lol! Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Als wir beim alten Spiel auch hier abgestürzt sind, ne, konnte man hier auch diesen Anlegeplatz hier, diesen Aufzugsplatz anschauen und ich bild mir ein, da gab es auch so ein Gerüst hier, so ein Hochsitz und da war auch ein Pfeil drin, aber den hier kann ich leider nicht mitnehmen. Konnte man den, ich glaube den anderen konnte ich mitnehmen, oder? Boah, ich habe schon ewig nicht mehr gespielt. Ah, wie geil. Entschuldigung. Hype Train. Was ich auch lustig finde ist, sieht man's? Warte, im Laufen. Er hüpft genau gleich. Er hüpft genau so schräg mit dem Fuß, noch nicht ganz, ist noch nicht ganz elegant, aber er hüpft gleich wie im Original. Aha, da kann ich hin. Warte mal. Das ist aber verdächtig jetzt, oder? Da ist nix? Ach komm. Jetzt dachte ich schon, ich hätte was gefunden, ey. Na, nix, ne? Ja, dann würde ich sagen, ich verdrödel hier nicht noch länger Zeit. Ich werde das Ganze jetzt auch mal im Stück aufnehmen. Und schauen, wie weit ich komme. Es wird sicher sehr lang werden. Sollte ich jetzt über eine Stunde kommen, ich werde zwischendurch eine Pause machen müssen, auch noch. Und es nicht zum Hochladen bzw. zum Rendern gehen, muss ich es halt stückeln. Dass ihr aber gleich Bescheid wisst, dass ich mich nicht verabschiede, ordnungsgemäß, und euch beim nächsten Part dann nicht ordnungsgemäß begrüße. Das liegt daran, dass ich eben schneiden musste. Okay. Aber so schaut sie schon mal nicht schlecht aus, oder? Ich meine, ganz ehrlich, für ein 1er Gothic, ich finde, das schaut gut aus. Sicher gibt es jetzt auch schon Mods zur Verschönerung des Ganzen, aber ich finde schon, dass das, also optisch, glaube ich, geht das schon in Ordnung. Ich bin gespannt auf eure Meinungen, ehrlich. Auf eingefleischte Gothic-Fans. Huha, huha. Ja, wie gesagt, elegant hüpfen tut er noch nicht so recht. Da kann man vielleicht noch ein bisschen Verschönerung machen, aber das ist jetzt schon großes Mimimi, ne? So. Ja, ich sollte mich mal auf den Weg machen, ne? Hier vom Platz weg. Ich tue halt so gern schauen, ne? Vielleicht liegt doch irgendwo was rum. So, ich glaube, wir müssen hier lang. Auch das mit dem Nebel hier ist cool. Okay. Aber ein bisschen ist das schon unheimlich hier, oder? Es ist auch verdammt finster, ich weiß. Ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen aufhellen dann noch beim Rendern. Ansonsten müsst ihr euch leider an die Dunkelheit gewöhnen. Für mich ist das hier gerade auch sehr dunkel. What the heck's going on? Was war das? Oh, shit. Mami? Ich glaube, unser namenloser Held hat Angst. Oh, God damn it. Ich glaube, ich sollte nichts. Ich sollte vielleicht den Weg nicht verlassen. Let's get the hell out of here. Scheiße. Das ist nicht gut. Okay. Puh. Aha. Oh my God, what the hell? In this place, some people's luck is worse than mine. Let's see. I'll leave it here for a moment.
You don't mind if I take this with me, do you? I need it more than you do at the moment. Come on, my pretty. Come with me. Oh, God damn it. Shit. It's broken. Well, this is better than nothing, I guess. Grüß Gott. Are you? Okay, easy boy. Let's make it easy for both of us. Okay, calm down. Worst prison ever. Definitely. I have to get out of here as soon as I can. Okay. War das gerade ein Snapper? Wie ein Dings hat das nicht ausgeschaut? Alter, das wird hier voll zum Horrorspiel hier. Das falsche Schone. Na Spaß, das ist sicher nur so ein Mix. Es soll ja diese unheimliche Stimmung, die auch Gothic vermittelt hat, doch beibehalten. Ne? Also, ich weiß, normalerweise hätten wir jetzt müssen ein Pfeilchen kriegen, ne? Von einem Gardisten. Und Diego müsste uns eigentlich, ja, aus unserer Pfütze am Boden aufsammeln, aber ich muss sagen, das hier ist schon etwas stimmiger, oder? Für so ein Horrorgefängnis, oder? Alter Schwede! Du armer Tropf. Ich meine, er hat zwar, unser namenloser Held hat zwar gemeint, er hätte Pech gehabt, ne? Aber ehrlich gesagt, so kriegt er nichts mehr mit. Er braucht es nicht mehr in die Hose machen, so wie wir jetzt gerade, ne? Puh. Gut, wir haben jetzt da, kann ich schon, gibt es eine Inventarmöglichkeit? Ich habe keine Ahnung. Aha, das ist ganz was anderes. Ich wollte gerade mal schauen, ob wir Inventar öffnen können. Ah, so geht das Schleichen. Aha, okay. Ich bin schon was drauf gekommen. Aber jetzt mal ganz ehrlich. Unser namenloser Held, er wirkt schon ein bisschen wie Geralt von Riva, oder? Jetzt mal so vom Optischen ein bisschen, ne? Hinten sein Fashion Dude und... Ne, auch die Schwertbewegung. Hat man da vielleicht vom großen Meister ein bisschen was abgeschaut? Oder vom Vorbild, sagen wir so? Der Witcher ist ja auch eine coole Spielereihe, ehrlich. Na gut, ich schweife schon wieder ab. So, also, wir haben jetzt scheinbar einen Snapper gefunden. Snapper? Ich habe immer als Mädel damals Snapper gesagt. Weil Englisch ich nix damals, ne? Ich war ja noch recht jung. Eigentlich wäre das Spiel damals nichts für mich gewesen, aber mir war das damals schon wurscht, weil einfach ich wollte nicht so langweiliges Zeug spielen und das war ganz in Ordnung für mich damals. Vor allem so gruselig war es ja nicht. Es war eigentlich eher für ein Kind was eher schwer, aber so richtig, dass man jetzt da Albträume davon kriegen würde, war nicht, finde ich. Ich schaue mich da jetzt ein bisschen um, ob das gesund ist. Ich glaube, ich sollte wieder gehen. Ich glaube, ich sollte nicht übertreiben, oder? Mit dem Erkunden. Fürs Erste. Glaube ich. Also hier komme ich eh nicht weiter, dann würde ich sagen. Hier haben wir wieder eine schöne Blutlache. Hier ist scheinbar ein Karren mal vorbeigefahren. Würde ich mal sagen. Da ist noch mehr Blut, Gott sei Dank. Nein, das sieht nicht gut aus. Ganz und gar nicht. Und wir wissen ja, es gibt niemals nur einen Snapper. Wir wissen, die jagen im Rudel. Das heißt, die Kreaturen, wahrscheinlich ist er gerade seine Freunde holen gegangen. Ui. Also mal schauen, ob sie noch so stark sind wie damals. Vielleicht haben sie ja auch bei den Monstern was geschraubt. Aha, was haben wir denn da? Da sind Runen am Boden. Ui! Ach du Scheiße!
man, what a mess. Oh, come on. Oh, God. Liz, it can't be real. You've already had your time, right? Then I'll be on my way. I won't be bothering you. Okay, okay, easy now. There's nothing to worry about. Okay, stay where you are. Don't make me hurt you. Genau. So, wo kann ich jetzt weglaufen? Nee, keine Chance. Von dem Snapper kannst du niemals weglaufen. So, was kommt jetzt? Oh, ein Tutorial. Kampfhaltungen. Okay. Mit Q und E kann man zum nächsten scheinbar switchen. Okay. Also, bewegen mit der Maus, um deine Haltung zu ändern. Okay. Angreifen und abblocken kannst du in drei unterschiedlichen Richtungen. Diese Angriffe können von links nach rechts, von rechts nach links oder von vorn oder nach vorn ausgeführt werden. Aha. Aha. Okay. Wenn ich quer zurück tue. Aha, dann. Okay. Also, nächstes. Kampf, schneller Angriff. Drücke linke Maustaste, um einen schnellen Angriff auszuführen. Okay, vergesst, was ich gesagt habe. Zum Kämpfen brauchen wir doch die Maus. Okay, sehr gut. Schnelle Angriffe verbrauchen wenig Ausdauer und sind ganz nützlich, wenn man Angriffe der Feinde kontert. Haben sie dann wahrscheinlich ein bisschen von Risen das Kampfsystem übernommen, was ich finde persönlich gut ist.